So, was haben wir da heute? Thema Fundas ist gut, Standardsturm ist auch super. Austria kalt warm, ja, das passt ganz gut. Habt ihr wieder mitgekriegt, was die mit dem Beider aufgeführt haben? Die dritte Runde. Ich will nicht haben, dass der einen Stern reißt. Der ist 62 mit, der 62. Ich bin ja froh, dass wir den wieder in der Liga haben. Aber ich hätte ihn gerne noch länger. Ja? Darum haben sie mir gedacht von den Abstauber, wir schicken ihm jetzt einfach ein Beruhigungspaket mit Baldrian-Tropfen. 80 Stück Beider, dann nimmst du am besten am Matchtag gleich zwei in der Früh, dann bist du auf der sicheren Seite. Das soll es ja ausgehen bis am Saisonende. Ein Schokoriegel, ein Kaugummi und ein Stressballen in der Vereinsfarbe. Nicht? Frag mich, ob ich nicht in die auch gern so ein Backe schicken. Aber zwar nicht mit einem violetten Stressballen, aber dafür kriegt er halt zwei grüne. Ja, und jetzt da mache ich den und schau mal die Sendung auf. Alle geäußerten Meinungen, Ansichten und Darstellungen von den Abstaubern sind ihre persönlichen, geben nicht die Meinung der Sky Österreich Fernsehen GmbH, ihrer Redaktion oder von deren Mitarbeitern wider und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder inhaltliche Richtigkeit. Wer staubt noch schöner ab als Taxiachis Funtas? Ja, wir natürlich. Ein Tisch für Fußballverrückte, die Abstauber sind wieder am Start. Ja, da schau her. Servus. Der Beef ist zurück aus Japan, dem Land der aufgehenden Sonne. Für ihn geht die Sonne aber ohnehin erst dann auf, wenn Jakob Janča am ruhenden Ball steht. Der JJ macht seine Steirer momentan zum SK Standard Graz. Die Funtas-Festspiele in Wien-Hütteldorf, die haben auch den Max begeistert. So einen Triple-Pack, ja, den hätte der Oberösterreicher früher für seinen SV Taufkirchen auch gerne ein bisschen öfter geschnürt. Da kommt fast ein bisschen Wehmut auf beim Mittelstürmer. Und der Funke, der schaut sich die beiden violetten Austrias an. Die Wiener noch ohne Sieg, die Klagenfurter jetzt immerhin mit dem ersten kalt, warm, violett. Ab Freitag wird es dann in der englischen Premier League wieder gekickt. Wir rufen deshalb heute Österreichs Nummer 1 an, Daniel Bachmann vom FC Watford. Und moderiert wird die heutige Sendung vom schönsten und charismatischsten Moderator des Landes, Johannes Brandl. Ja, ich muss sagen, das geht runter wie Öl. Es stimmt halt. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei den Abstaubern und auch schön, dass der Beef wieder in unserer Runde ist. Beef, du bist wahrscheinlich der einzige Abstauber, der jemals bei Olympischen Spielen sein wird. Richtig. Also war in diesem Fall jetzt. Genau. Wie war's? Es war sehr, sehr schön. Ja? Ein sehr schönes Land mit sehr freundlichen Menschen. Kennt man es aus Österreich gar nicht. Oh, schau. Konnichiwa. Das ist ein Steirer. Das Arigato. Ja. Und weil du ja wieder da bist und du ja der Titelverteidiger im Viergewinn bist, starten wir gleich rein mit dem Viergewinn. Die Jungs an die Buzzer. Und die erste Frage, aufgepasst, die hat einen gewissen Bezug zu den Olympischen Spielen. Welches Team gewann das Olympische Fußballturnier? Brasilien. Und wir bleiben gleich in dieser Gegend. Aufgepasst, vielleicht was für dich, Max. Welcher Rieder wurde gegen die Admira ein- und ausgewechselt? Scheiße. Boah, das... Ich war am Berg, ich hab's ja nicht live gesehen. Es war ein Brasilianer, ich nehm's vorweg. Gut, ich glaube, ich löse auf. Mir hat es gestern wer gesagt, ich habe es vergessen. Bei dir. In der 61. Minute eingewechselt beim Stand von 2:0, dann gab es das Gegentor und dann ausgewechselt der Stürmer wieder raus in der 77. Das sind die Fragen, die wo ich punkten muss eigentlich. Ja. Aber vielleicht jetzt. Wer ist aktuell der Tabellenletzter? Ich. WRC. Richtig. Und jetzt? Hey. Ja. Du hast sogar liegen die Tabelle. Ja, du, ist aber so da gelegen. Wundert mich gar nichts mehr. Schon, aber aufgepasst. Danke, Funke. Vierte Frage, auch für euch zu Hause. Gegen welche drei Teams hat Salzburg in der Liga gespielt? Austria, Ried und am ersten Spieltag... Nein? Sag. Du hast mich nicht einfällt. Gegen... Hör auf jetzt. Das waren 5 Sekunden. Ja, wo ist denn? 3, 2, 1. Austria, Ried, Sturm. Richtig. Sturm, Eigentor, Ulmer. Ei, guck. Schade, Max. Ganz knapp warst du dran, dass du mal stark performst beim Quiz, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, jetzt ganz knapp. Machen wir einen Blick auf die Ergebnisse. Was haben wir denn gehabt an diesem Spieltag, am dritten Spieltag in der Admiral-Bundesliga? Die Salzburger gewinnen knapp gegen die Wiener Austria. Rapid zu Hause 3:0, wieder mal unentschieden der WSG. Sturm gewinnt, Austria Klagenfurt Last-Second-Sieg, kann man wohl so sagen. Und die Rieder. Die gewinnen auch und wir schauen auf die Tabelle und sehen, warum war denn diese letzte Frage im Viergewinn so interessant. Okay, die Austria klammern wir mal aus, aber auf Platz 1 steht Salzburg und auf Platz 2 und Platz 3 stehen die anderen beiden Teams, die schon
gegen Salzburg gespielt haben in dieser Saison. Also durchaus eine sehr interessante Tabelle. Ja. Denn bis auf die Spiele gegen Salzburg am Sturm und die Rieder eine weiße Weste. So ist es. Und ich glaube, gegen Salzburg kann man verlieren. Ja, das ist in Österreich einfach so. Das ist in Österreich fast Tradition, würde ich sagen. Ja, und deswegen ist das völlig in Ordnung. Und jetzt machen wir was ganz Besonderes. Und zwar haben wir hier diese Tabelle, ja, wo man ganz klar sehen kann, dass das Verein auf Platz 3 steht und der wird jetzt da herkängt. Und ein interessantes Detail ist mir aufgefallen in dieser Tabelle. Ried ist Dritter, das ist ganz wunderbar. Das ist das interessanteste Detail? Nein, das ist, ja. Und das interessanteste Detail ist tatsächlich, dass sie mit einem Torverhältnis von -4 auf Platz 3 stehen. Und ich stelle jetzt einmal diese Behauptung in den Raum. Das gab es im Weltfußball noch nie nach 3 Runden, dass eine Mannschaft mit -4 Torverhältnis auf Platz 3 steht. Und jetzt würde ich gerne euch zu Hause herausfordern. Schreibt es uns und schickt es uns auf Instagram, falls ihr was Gegenteiliges rausfindet. Ich habe leider die Zeit nicht dafür. Das ist klar. Du bist immer am Berg? Ich bin immer am Berg. Also bitte schaut nach, ob es das schon einmal gegeben hat. Und in der Zwischenzeit trinkt ein kühles Bier auf den SV Ried. Die SV Ried, Entschuldigung. Torverhältnis und Tordifferenz erklären wir dir. Nein, Tordifferenz. Okay. Kein Problem. Brauchst nicht erklären. Es ist einfach, ich habe kurz darauf losgeredet. Ja, ist ja okay. Du bist vollkommen euphorisiert, genau, von deinen Riedern. Vollkommen. Ich finde, es könnte die Saison auch schon wieder vorbei sein. Ach so, okay. Nein, es ist aktuell ist ganz gut zum Anschauen. Spielen wir noch ein bisschen. Also ich glaube, der WRC ist froh, dass die Saison noch nicht vorbei ist, oder? Robin Dutt. Unser Experte Marc Janko hat sich gefragt, wann denn der Psychologe Robin Dutt gefragt ist nach diesem Saisonstart. Ja, gut. Wir sind in der Liga. Dankeschön fürs Gespräch. Ja, sehr gerne. Also, wir sind in der Liga, das ist noch das Positive. Immer wieder gute Ansätze beim WRC, aber ja. Nein. Schon viele Gegentore. Mhm. Das alte Problem des WRC, die Gegentore. Ja, wird man vielleicht auch im Laufe der Saison irgendwann lösen können. Aber wir haben noch mehr gesehen an diesem wunderbaren Bundesliga-Wochenende. Und deshalb gibt es das Best of Bundesliga für euch. Also ganz, ganz tief durchatmen für die Austrianer. Seyfettin, Chabi, waren die Grüße für dich? Die waren für mich, ja, weil ich habe waren für mich, ja. Gut. Danke dafür. Okay. Tief, wir kommen zu deiner Headline, kommen zu deinen Grazern. Der SK Standard Graz, wie ich es mittlerweile nenne, es ist wirklich unglaublich, wie die Standards funktionieren aktuell bei Sturm. Ist wirklich beeindruckend. Wenn Standards so gut funktionieren, ist es Spieler einfach leichter. Weil du kannst zwar eine Schweinspartie spielen, kann man sagen, aber wenn du halt irgendeinen billigen Eckball dann reinhaust, das ist einfach ein Vorteil, wenn du gut bist bei Standards. Und ich habe mir da mal... Ist generell immer ein Vorteil, wenn man gut ist. Ja, also, wenn man kein Gegentor kriegt. Ich habe mir da jetzt einmal was rausgesucht. Und zu null machst du immer einen Punkt. Mit meinem Statistik-Team habe ich eine Grafiktafel zusammengestellt. Da sieht man, wie gut der Sturm eigentlich in letzter Zeit unter Ilze ist bei Standards. Und zwar haben sie in den letzten 35 Bundesligaspielen unter Ilze 22 Standardtore erzielt, was prozentuell gesehen ist, mehr als Salzburg gemacht hat. Nämlich gut ein Drittel ihrer Tore. Bei Salzburg ist es nur ein Viertel. In dieser Saison haben sie bereits 4 Tore durch Standards erzielt. Das ist die Hälfte aller erzielten Tore in der Saison. Das sind 50% für alle, die in Mathematik nicht so aufpasst haben. Warte, ich schreib's mal auf. Ja, danke. Bitte. Und meine Vision ist halt mittlerweile schon, dass man vielleicht die Tageszeitung Der Standard dazu bringt, dass Hauptsponsor vom SK Standard Sturm werden. Ja? Wenn das irgendwie geht. Das wird sicher. Du hast jetzt gesagt, der Ilzer hat damit was zu tun. Ja. Also kann ich nicht bestätigen, weil wie viel Standard-Tore hat die Austria unter Ilzer gemacht? Ich weiß nicht.
Ich glaube, wie viele Tore hat die Austria allgemein unter Ilzer gemacht? Brauchst nicht jetzt am Höhenflug. Ja, sorry. Nein, es ist ein Höhenflug, das stimmt schon, das gebe ich zu. Wer aber dafür verantwortlich ist, dass so viele Standard-Tore fallen, ist natürlich auch mein Lieblingskicker der Liga, Jakob Jantscher. Ja? Und da muss ich sagen, ich habe ja immer so eine Wette am Laufen. Und mit euch komplett ahnungslosen will ich gar nicht mehr wetten, weil das ist keine Herausforderung und das bringt mir nichts. Und deshalb habe ich mit Jakob Jantscher eine Wette abgeschlossen. Mhm. Da haben wir ein kurzes Bild. Da haben wir hier den Beweis, worum es denn in dieser Wette geht. Genau. Also, Jakob Jantscher und der Beef. Ich habe ihm Jakob vorgeschlagen, dass er 15 Scorer-Punkte macht in dieser Saison. Das hat er nicht angenommen, wo ich jetzt sagen muss, zum Glück, weil er macht relativ viele Assists im Moment. Er hat dann gemeint, vielleicht kriegt er Sturm aufgrund vom War mal ein paar Elfmeter mehr und deshalb schießt er Minimum 3 Elfer-Tore in dieser Saison. Ja? Ich habe das bezweifelt, ja. Und er hat mir angeboten, dass ich ein weißes und ein schwarzes Trikot von ihm kriege. Ich hoffe nicht seine direkt, weil die würden mir nicht wirklich passen. Ganz zusammennähen. Ja, genau. Deswegen schenkt er dir ja zwei. Und was mir besonders gefreut, ich kriege auch noch ein selbstgebranntes Schnapsel, was ich dann natürlich mit ihm zusammenbrauen würde. Ja? Mhm. Ein Schnaps wird gebrannt und nicht gebraut. Genau, aber jetzt ist noch eine Frage, die ich mir stelle. Jakob Jantscher hat gewettet, dass er 3 Tore vom Elfmeterpunkt schießt dieser Saison. Und dann passiert diese Geschichte. Er tritt nicht an, sondern Kelvin Yeboah. Ja. Hat er so viel Selbstvertrauen, dass er sagt, okay, das mache ich in den letzten 3 Runden aus? Oder wie? Ich glaube, weil er einfach den Elfmeter rausgeholt hat und dann hat und der Gefaulte Jakob soll nicht schießen. Der hat gesagt, na ja, dann gebe ich halt 2 Trikots her. Der Gefaulte soll nicht schießen. Naja, hat nicht so schlecht funktioniert. Ja. Also mir hat es ein Lächeln auf die Lippen zaubert. Ja, und für meine Wette ist ganz gut. Tut mir leid, Jakob. Aber ja, das wird passen. Ich hoffe, Sie haben sich danach nicht gestritten. Und zwar so. Nein, sicher nicht. Aber Jakob Jantscher, hast du gesagt, ist dein Lieblingsspieler? Absolut, ja. Aber er ist nicht dein Spieler der Runde? Nein, weil mich Kelvin Yeboah wieder mal überzeugt hat. Also dieser Junge, seit er bei Sturm ist, der marschiert vier zurück, der arbeitet so viel für die Mannschaft, hat 2 Tore gemacht, natürlich 1 von 11-Meter-Punkt, aber ist auch ein Tor. Und er hat wieder 9 Schüsse gehabt insgesamt. Also der ist einfach für Sturm so wichtig. Und mit Jakob Jantscher zusammen funktioniert das. Sieht man auch im Sky Player Index. 614 Punkte hat er geholt. Wir beide haben uns für Taxiarchis Funtas entschieden. Und bei dir haben wir Alex Timosi Andersson über Austria Klagenfurt. Werden wir noch reden, aber jetzt würde ich sagen, wir kommen gleich zu deiner Headline und zwar zu den Funtas-Festspielen. Wir haben es schon gesehen, gerade beim Spieler der Runde, also gerade ich. Wunderbares Bild übrigens. Wunderbares Bild, da geht einem jeden Stürmer das Herz auf und wenn einer 3 Tore schießt. Ich glaube auch im Hintergrund Max Ullmann. Dem ist auch das Herz aufgegangen. Auf jeden Fall. Mehr als das. Nachdem der erste nicht drinnen war, der Nachschuss nicht drinnen war. Boom. Es ist schön, also 3 Tore und dann, ich muss ja sagen, ich war da relativ, es war Stadion, war voll, es war ein schöner Tag, das gefällt mir sowieso. Und dann macht er auch noch 3 Tore, davon auch noch einige sehr, sehr hübsch. Einfach ganz schön zu sehen und auch ein Heimsieg, glaube ich, ist für Rapid jetzt immer ganz wichtig. Gerade nach dem Spiel gegen Hartberg am Anfang. Da sieht man es nochmal, das erste Ullmann und Klack. Super, super gemacht, wunderbar. Und also man sieht, was möglich ist, was er kann. Und man sieht einfach auch, wie wichtig der ist für Rapid, oder? Definitiv. Wenn der befreit im Kopf aufspielen kann. Absolut, also die Mannschaft Rapid ist offensiv ja sowieso unglaublich ausgestattet, muss man sagen, mit Ercan Kara und mit Marco Grüll noch dazu. Ja. Das ist einfach Tempo und Torabschluss, wenn der Fund das wirklich in einer guten Form ist und mag, weil bei dem liegt es ja oft daran, dass er nicht so Lust hat, dann das ist die brandgefährlich. Er steht einfach auch da, beim letzten Tor sieht man es, wo er stehen muss. Er steht auch beim ersten Tor nach dem zweiten Doppelschuss von Ullmann da, wo er stürmen muss. Das funktioniert. Er steht richtig für die Abstauber. Aber lieber Taxi, nach dem dritten Tor wäre der ja schon drinnen gewesen, oder? Normalerweise schon. Abstaubjubel, da müssen wir noch dran arbeiten. Aber natürlich weiß Rapid, was man an Taxi-Funtas hat, nämlich Didi Kübauer und Kelvin Arase. Er ist manchmal sein größter Feind und ich will aber sein bester Freund sein. Und, versteht er das auch? Nein, Griechisch kann nicht und er kann leider mit Deutsch, also mein Slang ist nicht manchmal für ihn verständlich. Er ist ein launischer Spieler, aber ich glaube, unser Trainer sagt die ganze Zeit, wären wir alle gleich, wäre es doch langweilig und es
ist, glaube ich, wichtig, dass wir ein paar launische Spieler haben. Auf dem Feld, der ist überhaupt nicht schüchtern. Warum ist denn der so interviewschüchtern? Helfen Sie uns da. Das weiß ich selber nicht, weil in der Kabine ist er gar nicht schüchtern. Er ist für Rapid ein unglaublich wichtiger Spieler, wenn er funktioniert. Wenn er nicht funktioniert, spielt er für Groß Asbach in Deutschland, trifft er nicht einmal einen Apfelbaum von 2 Metern. Also da sieht man, wie wichtig es ist, dass man im Kopf auch locker und gelöst ist und vielleicht hört sich immer so leicht an und nicht verkrampft. Aber ich glaube doch, dass es lieber wäre, jedem Trainer, auch dem Didi Hüber, dass er Spieler hat, die immer gute Leistung bringen, halt, oder? Ich das mein, ist so ähnlich so, wie mit dem. Ja, hin und wieder brauchen wir auch einen, der keine Leistung bringt in der Mannschaft. Genau. Nein, er nicht. Ich habe mal einen Trainer gehabt, das ist eine wahre Geschichte. Ich habe mal einen Trainer gehabt, der war selber ein sehr erfolgreicher Stürmer, auch nicht weit unten, zwar nicht Profi, Mittelstürmer. Und der hat immer, der war nicht so eloquent, hat aber probiert und hat immer gesagt, da brauche ich mal eine kleine Zerrung, dass ich fit bin. Ich hab gesagt, was? Wieso brauche ich eine Zerrung, dass ich fit bin? Ja, weißt schon, was ich meine. Und ist rausgegangen. Und ich bin dann doch. Und hat sich absichtlich im nächsten Spiel verletzt. Und dann hat er mal einen Magenboxer gegeben und gesagt. Und dann habe ich jeden Spieler das gesagt und ich würde jetzt gern sagen, und irgendwann habe ich es verstanden. Aber ich weiß bis heute, was ich mit dem meine. Und du bist nicht einmal Grieche. Nein, ich spreche dir keine Sprache. Das war Wahnsinn. Und da lache ich heute oft noch drüber. Herrlich. Fredi, alles Gute. Eine sehr schöne Geschichte, muss man sagen. Vielleicht finden wir doch heraus, was er damit gemeint hat. Wir fragen vielleicht unseren Coach. Ja? Vielleicht ist das einfach ein Generationsproblem. Ja, man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Aber Taxiachis Funtos war auch in der vergangenen Saison immer wieder ein Thema. Ja, wo wechselt er denn hin und wo? Und da war er vielleicht auch deshalb nicht ganz locker. Wir haben da auch noch mal ein bisschen gekramt und haben da von seiner Agentur etwas gefunden. Also von seiner ehemaligen. Die haben dann solche Geschichten rausgehaut. Ja, die sind Taxiachis Funtos, Thema bei Atalanta, bei den Rangers, bei Sampdoria, Genua. Was noch besser ist, finde ich, dass er selber geliked hat. Erfolgreich, Hashtag Power. Ja. Er hat es geliked. Natürlich hat er es geliked. Er ist ja dort im Gespräch. Und danach hat es aber nicht mehr ganz so gut funktioniert. Und dann gab es auch bei Taxiachis Funtos einen Wechsel in der Agentur. Und jetzt ist er. Bam, bam. Bam, bam. Da ist schon. Wer es nicht gewusst hat, Taxiachis Funtos jetzt bei Max Hagmeier in der Agentur oder soll man sagen, in der zukünftigen Agentur von Andi Dober? Da ist es klar, dass natürlich mit Andi Dober an der Seite der Erfolg wieder zurückkommt. Na, was soll denn passieren? Kann nicht sein. Eine Agentur, die einen Valentino Lazaro für 23 Millionen nach Mailand verkauft, kann keine schlechte Agentur sein. Und ich stelle jetzt mal eine gewagte These auf: Funtos Transfer in die Serie A incoming. Irgendwann. Oh, möglich. Das ist eben die Frage, ne? Kann das halten, das Niveau? Also die Connections sind schon ganz gut. Ja. Warum nicht? Du, wenn er so spielt wie gestern, dann natürlich. Ja. Dann wüsste ich nicht, warum er nicht in die Serie A passen würde. Also, man darf dabei Marco nie Nautisch vergessen, dass dieser Herr ja genauso geschafft hat. Ist das jetzt ein Bier? Nein, Bier. Das ist ein Kistenbier. Ja. Dass dieser Mann genauso geschafft hat, Jimmy Hoffa nach Italien zu bringen. Und der das, hat ist die größte, das ist noch die größere Leistung, muss man sagen. Das muss man schon, das ist beeindruckend. Das ist richtig. Aber Taxiachis Funtos ist ein beeindruckender Spieler, hat in der Runde 3 Tore gemacht und da ist natürlich auch eine fette Hitten dabei gewesen. Boah. Ui. Was für fette Hitten. Genau so und nicht anders. Xabi vor Leitner, knallt den Ball ins lange Kreuzeck. Diesmal setzt sich Horvath durch, das ist gefährlich! Guter erster Kontakt von Pink und das ist die Möglichkeit. Timothy Andersson! 2:1. Ganz selten Torhüter. Also der Torhüter wird selten ausgespielt, war sehr stark gemacht von Alex Timothy Andersson. Und deshalb auch dein Spieler der Runde und irgendwie auch ein Thema für deine Headline. Genau, Kalt-Warm-Violett. Es gibt ja jetzt die Austria Klagenfurt, die auch ein schönes Violett-Dress haben. Wer das Spiel gesehen hat, das war natürlich auch meines Erachtens nach, das war die spannendste Partie. Da ist es abgegangen bis zum Schluss, bis zu dem letzten Elfer, der gehalten wurde. Können wir uns vielleicht auch noch anschauen beim Stand von 4:3, wie der Herr Tadic diesen Elfer verschießt. Das war natürlich, beziehungsweise gehalten wird natürlich großartig. Torhüter Menzel sehr stark gemacht, abgetaucht. Wunderbar, der ja gewusst hat. Und dann Peter Backhult. Naja, das ist klar, dass sich der Backhult da freut. Den habe ich noch nie lachen gesehen. Nach den ganzen. Da hinten lacht er. Nach den ganzen VAR-Geschichten und dann auch noch den Elfer, dann zum Schluss und dann Held in der Goal ist natürlich
Diese Geschichten schreibt nur der Fußball. Aber jetzt frage ich dich, Funke, Violett Austria, wechselst du jetzt vielleicht nach Klagenfurt? Nein, bitte, jetzt hör doch auf. Ich weiß nicht. Nein, natürlich nicht. Austrianer ist, wer es trotzdem bleibt. Genau, deswegen, aber man sagt nicht, bei welcher Austria, das steht in den Sternen. Dann haben wir gesehen, dass am Sonntag dann das Spiel von der Austria in Salzburg, wo ich sagen muss... Du, aber bevor wir jetzt zu Austria kommen, lass uns noch mal ganz kurz reinhören, was denn Peter Backholz zu spannenden Schlussphase zu sagen gehabt hat. Ich habe nur zu der Mannschaft dann gesagt, dass er, wenn es mir das verderben, dass ich 62 werde, dann müssen wir ernstes Wort reden. Aber man muss wirklich sagen, wenn du in dieser letzten Sekunde einen Elfmeter gegen die kriegst und der wird gehalten, ist natürlich die Freude umso größer. Ich glaube, es wird keinen Trainer geben, der was da sitzen bleibt und das einfach hinnimmt. Also am 28. Oktober wäre der Geburtstag von Peter Backholt und bitte, wie gerade gesehen, keine Elfmetergeschenke. Es geht sich aus, das wird er schon erleben, da mache ich mir keine Sorgen. Aber wenn er den 62. nicht erlebt wegen der Mannschaft, wie redet er dann ein ernstes Wort mit einer? Da bin ich gespannt, wie das macht. Das muss entweder ein wahnsinnig genialer Erfinder sein, der Mann, oder ein Träumer. Also wie gesagt, im Süden war es schön warm. Da hat die Austria Klagenfurt die Punkte gemacht. Die Austria aus Wien, die in Salzburg gespielt hat, muss man sagen, zwar keinen Punkt gemacht, ja, aber in Salzburg, ich glaube, das hast du heute auch schon einmal gesagt, da kann man ruhig einmal verlieren oder mit 0 Punkten heimfahren. Aber ich habe eine Leistungssteigerung gesehen, ich habe vor allem eine gute defensive Leistung gesehen und man könnte auch, wenn man diese Chancen, die der Teigl am Anfang hat oder so, könnte man sogar vielleicht ein Tor machen, fahrt man mit einem Punkt nach Hause. Somit, da haben wir es noch einmal. Ja, das ist halt... Da kann man ruhig noch 2-3 Schritte machen, hätte ich gesagt. Aber ja, ist jetzt kein Goalgetter, der Herr Teigl. Ja. Deswegen vielleicht kann man es ihm auch verzeihen. Er schaut da ziemlich müde aus vom Zurücklaufen. Und dann ist natürlich dieses Tor, wo dann doch ein Goalgetter am Ball war. Naja, hier, dieses Tor. Das ist ja Wahnsinn. Schön wäre es, ja. Schieben halt eine. Das ist halt noch die junge Unerfahrenheit, ne? Dass er da nicht sofort einschiebt, sondern noch den Ball weggetackelt bekommt und so weiter. Und ein bisschen Pech ist auch noch dabei. Bouchard ist es, Bouchard. Ja, jetzt. Ohio, der neue junge Mann bei der Wiener Austria, wäre dann aber auch nicht klar gewesen, ob es vielleicht ein Foul an Aronson gewesen wäre. Aber der Video Assistant Referee hätte das dann sicher richtig entschieden. Also da... brauchen wir überhaupt nicht diskutieren. Aber du siehst einen Aufwärtstrend bei der Austria. Ja, also ich sehe auf jeden Fall einen Aufwärtstrend. Abwärtstrend war ja nicht möglich. Aber das ist ja bei der Austria... Naja, jetzt beruhig dich ein bisschen, okay? Man kann immer schlechter spielen als das Spiel davor. Aber insgesamt ist es, und das ist das große Problem der Austria, Aufwärtstrend schön und gut, aber der muss sich jetzt halt fortsetzen. Ja, es und bringt nicht, in wenn Punkte? Man, ja, Punkte sowieso, da brauchen wir nicht reden, aber... Auch ich wäre schon zufrieden, ich sage da ganz ehrlich, wenn man nicht unbedingt jedes Mal punkte, aber wenn man einen spielerischen Aufwärtstrend sieht. Das ist die Frage, ob die Austria es diese Saison schafft, einmal eine gewisse Kontinuität hineinzubringen. Ich rede nicht einmal von regelmäßig Punkte machen. Ich meine, ja, Kontinuität war eh drinnen. Also ja, nicht gewinnen. Also in die andere Richtung, in die positive Richtung. Eine Plus-Kont. Plus-Dings. Ne? So siehst du das. Aber dir ist noch was anderes. Und dann ist natürlich auch noch dieses Tor gefallen von dem Herrn Adeyemi, der mit diesem Tor dann den 1-0-Endstand besiegelt hat. Und ich habe mir das ja ganz genau angeschaut. Ja, sehr schön gemacht von Christensen. Wunderbar, Christensen also sowieso. Der Nächste, top, der top, ist, top, ist, der Nächste, der wechselt. Ist, genau, Top-Spieler, brauchen wir nicht reden, schon seit ewigen Zeiten. Und wer das gesehen hat, letzte Sendung haben wir mit dem Herrn Adeyemi telefoniert gehabt. Und da ist es um eine kleine Bitte, beziehungsweise um eine Art Wette. Ich sage jetzt mal, um eine kleine Bitte von den Abschauern. Eine Abmachung. Genau, eine Abmachung. Wir haben was abgemacht gehabt. Vielleicht schauen wir kurz rein. Falls du das nächste Tor machst oder deine nächsten zwei Tore oder so, du könntest einfach mal, wenn du jubelst, so einen Abstauberjubel machen, weißt du? Get your dirt off your shoulder. Das wäre für uns der absolute Wahnsinn. Ich würde auch sagen, wenn du den Jubel machst, gibt es von mir fix eine Pizza. Versprochen. Jede Pizza, die du willst. Ja, tja, okay. Und hier hätten wir diese wundergute Pizza, nur leider kriegst du nichts davon. Mmh. Aber wenn das die Pizza ist, die man kriegt, dann bin ich auch nicht scharf drauf. Noch einmal. Also ich zeige nochmal her, diese Pizza gibt es zu gewinnen. Drei Stücke. Du wirst ja nicht dein letztes Tor gemacht haben. Er kann ja nicht die ganze Pizza da. Du wirst ja nicht dein letztes Tor gemacht haben. Ein Symbolbild. Einfach beim nächsten Torjubel.
du weißt. Hoffentlich trifft du er weißt. Bald, wenn er die Pizza aber es, kriegt. Aber es bleibt die Pizza. Es bleibt genau diese Pizza. Die ist so gut, ich beiß nur in den Rand rein. Das ist eine Pizza, sage ich da. Ja, sie, man kann schon sagen, ihr zu Hause riecht es nicht. Das ist eine Pizza, sage ich da. Überragend. Also, tja, leider. Tippitoppi. Diese Kalorien bleiben in mir. Ja, und jetzt würde ich aber sagen, von Karim Adeyemi, den wir da hinten noch haben, wie er Auge auf uns macht, wechseln wir jetzt in unserer Deko ein bisschen rüber. Und da haben wir Bachmann. Genau, die Premier League startet nämlich an diesem Wochenende und deshalb rufen wir ihn an, unseren Mann bei Watford, die Nummer 1 aus Österreich, Daniel Bachmann. Ruf mich an. Und da ist er natürlich auch schon bei uns, Daniel Bachmann. Servus Daniel, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Am Wochenende geht ja die Premier League los. Wir sind schon richtig gehypt. Wie schaut es bei dir aus? Ja, jetzt merkt man schon in der Mannschaft, dass es jetzt dann losgeht. Die Vorbereitung war doch sehr, sehr lange. Es ist viel länger, als wir es eigentlich gewohnt sind. Normalerweise haben wir, also nicht 4 Wochen Vorbereitung. Dieses Jahr waren es für die von Anfang an dabei waren, knapp 7 Wochen. Also das ist schon sehr, sehr lange, aber ja, jetzt geht es endlich los. Wer freut sich denn aus der Mannschaft am meisten auf die Premier League? Gibt es da irgendeinen, der schon komplett verrückt ist? Vom Busfahrer bis zum Masseur oder ein Mitspieler? Gibt es irgendeinen, der raussticht? Nein, das eigentlich nicht. Also durch das wir, glaube ich, eine relativ erfahrene Mannschaft sind, ist das, glaube ich, nichts Besonderes, um das so zu sagen. Aber klar, die Vorfreude ist natürlich riesig bei allen und wir wissen, dass es jetzt ist Go-Time jetzt geht's los und müssen wir schauen, dass wir von der ersten Minute einen Punkt sind. Ja, und der Max hat sich dann noch ein bisschen mehr mit der Premier League beschäftigt. Drum, Max, bitte. Genau, servus auch nochmal von mir. Der Johnny hat vorher kurz gefragt, ob es irgendwen gibt, der besonders nervös ist, weil wir über nervös schon gesprochen haben. Vorher noch. Ja, erster Gegner ist Aston Villa, Jack Grealish ist gerade weg. Das gibt einem doch ein gutes Gefühl, oder? Das ist dann eigentlich ein Gmadewiesen in meinen Augen. Ja, du, ich würde das auch gerne so sehen, aber klar, dass der Jack Grealish weg ist, ist natürlich mein Vorteil, ob man das so sehen will, nicht? Aber klar, ist natürlich einer bester Spieler weg, das ist ganz klar dafür. Haben die jetzt sicher keinen schlechten Kader im Allgemeinen mit dem Leon Bailey, den sie jetzt geholt haben, und den Emiliano Buendia von Norwich haben sie geholt. Da gibt es jetzt nicht wirklich eine Verschlechterung, sage ich jetzt einmal. Klar, hilft es, dass er nicht da ist, aber wir wissen, es ist ein Start, den wir haben, in dem wir punkten sollten. Ist ganz klar, mit den ersten 3 Spielen, die wir haben, wenn man es mit anderen Aufsteigern jetzt vergleicht. Ich glaube, Norwich hat in den ersten 5 Spielen 5 Top-6-Mannschaften, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Also da haben wir jetzt auf dem Papier zumindest eine machbare Anfangsphase und wir wollen natürlich schauen, dass wir so schnell wie möglich punkten. Ihr habt Villa und dann eben in Brighton und gegen Tottenham. Na gut, Tottenham ist wirklich genau, das sind die ersten 3. Ja. Das kann man ja ganz ehrlich sehen, ja so. Also das ist jetzt gar, ich schaue jetzt auf Tottenham nicht so wie auf Man City oder nein, Liverpool zum Beispiel. Schau, wenn man völlig denkt, klar. Ja, das wird schon schwer. Ja. Brighton, Villa Brighton, klar, das sind sicher, ich meine, es gibt in der Liga keine leichten Spiele, aber das ist machbar und das sind sicher Spiele, in der wir versuchen punkten und in denen wir erwarten zu punkten. Und natürlich auch das Spiel gegen Tottenham auswärts. Also Tottenham ist nicht eine Mannschaft, wo du hinfährst und da denkst, boah, da müssen wir aufpassen, dass wir nicht zu viel kriegen heute. Da fährst du auch hin, um zu gewinnen. Also das, natürlich, klar, sowieso. Ja. Wir werden es auf jeden Fall anschauen und wünschen dabei alles Gute, nicht nur beim Saisonstart, sondern bei der ganzen Saison. Nervös. Wie nervös ist man, wenn man in der Kabine neben Elton John sitzt? Es gibt da ein Bild von euch beiden und das muss doch, also, das ist ja nicht irgendwer. Ich glaube, Elton John war nervös. Elton John war sicher nervös, weil der hat sogar vergessen, dass er Sakko aufknöpft im Sitzen. Das macht man nämlich gar nicht. Also ich wäre neben dir auch nervös, das ist klar. Nur, wie ist dir dabei gegangen? Der hat doch ein paar interessante Sachen schon gemacht. Es war schon ein bisschen so ein surrealer Moment, das muss ich schon sagen. Weil, am liebsten hättest du eh auf die Schoß gesetzt. Also da, schau. Hätte du kein Problem. Ja, der Freund.
Peter. Es war von Anfang an ein sehr spezieller Moment, auch wie er in die Kabine gekommen ist, kurze Ansprache gehalten hat. Er hat dann auch den Spieler der Saison eben gekrönt oder die Auszeichnung hat hergeben und das war eben der Ismail Assar. Hat dann auch kurz auf Französisch gesprochen, was natürlich auch sehr beeindruckend und sehr gut ankommt in der Mannschaft und schaut natürlich sehr gut aus. Und dann ja, hat er mit jedem kurz gesprochen und das Ganze mit mir war eigentlich ein bisschen eine lustige Geschichte. Er hat gerade mit dem Trainer, der Trainer ist neben mir gestanden und hat gerade mit dem Elton John gesprochen und ich sitze daneben und ziehe mir gerade meine Socken an und ich hab am Knöchel immer einen Tape verbaut und da kriegt man die Socken relativ schwer auf und ich sitze da und quäl mich in den Socken rein und in dem Moment ist der Trainer fertig mit dem Reden mit dem Elton John, dreht sich um und will mir die Hand schütteln und ich sitze gerade halber so unten im Socken und schaue so auf und denke mir, warte einmal kurz. Das war ein bisschen eine unangenehme Situation für ein paar Sekunden, aber nein, dann haben wir kurz gesprochen und eben hat mich sehr gewundert oder da habe ich schon ein bisschen schlucken müssen, wie er zu mir gesagt hat, und wirst du spielen für Österreich bei der Euro und ich habe mir dann so Elton John kennt mich, er weiß, wo ich. Elton John weiß, wer der Daniel Bachmann ist. Das ist ja, muss man, ich meine, klar, er ist ein Watford-Fan und alles, und das, aber trotzdem, ich meine, der kleine Bub ist Winzendorf und der Elton John weiß, wer ich bin. Du hast seine Songs angesprochen. Wir haben eine Frage nämlich auf Instagram bekommen vom Adrian, und der Adrian möchte wissen, wenn Elton John einen Song über Daniel Bachmann schreiben würde, was wäre das? Wäre das eher Rocketman, wäre das eher Tiny Dancer oder Goodbye Yellow Brick Road? Wie würde sich der Song anhören und worüber würde es gehen? Und wie würde er heißen? Ja, sogar, es gibt ja sogar einen Song von Elton John, der Daniel heißt. Also, das ist schon natürlich aufgelegt. Erledigt. Ich habe nicht gewusst, dass der den Song schon geschrieben hat über die. Ach so, das ist schon erledigt. Gibt's, ja. Bist du da beteiligt an den Tantiemen? Aber ich würde sagen, jetzt auf meine persönliche Karriere bezogen, würde ich sagen, I'm Still Standing passt ganz gut, was meine letzten Jahre betrifft, wie sich das Ganze entwickelt hat, glaube ich, passt das ganz gut, dass ich ja doch ein bisschen was durchmachen habe müssen, um endlich den kompletten Durchbruch zu schaffen. Also glaube ich, das I'm Still Standing wird ganz gut passen. Schöner Abschluss. Ich gebe dir weiter. Danke, Daniel. Tja, dann machen wir mal das mit der Premier League abgehakt und schauen zurück auf die vergangene Zeit, und zwar auf die Europameisterschaft. Ist ja die Nummer 1 im Tor, ist der Bachmann gewesen. Jetzt hat das ganze Turnier für dich aber nicht so einfach angefangen. Im ersten Spiel diese unglückliche Szene. Jetzt einmal erste Frage, generell ein Rückblick von dir auf die EM. Wie war das für dich? Und das zweite ist, wie war es nach diesem ersten Spiel, nachdem diese unglückliche Szene war? Wie bist du damit mental umgegangen? Ja, das ganze Ereignis war natürlich eine unglaubliche Erfahrung. Also jetzt nicht nur vom Fußballerischen, ja allgemein fürs ganze Leben. Also sowas vergisst man nicht mehr. Also ich kann da, glaube ich, jede einzelne Minute von den 5 oder 6 Wochen, die wir da beisammen waren, wieder erzählen. Also das ist einfach etwas, das man nie vergisst. Und auf das ich ja irrsinnig stolz bin, da ein Teil davon gewesen zu sein. Und ja, wie immer mit dem blicken. Und ja, das erste Spiel, ich muss da ganz ehrlich sagen, für mich war das jetzt nicht so, man glaube ich natürlich mitbekommen, was teilweise die Medien geschrieben haben nach dem ersten Spiel, aber für mich selber, ich meine, als Spieler weiß man ja, wenn man fällt, das ist ja ganz klar, das merkt man ja, und für mich hat sich das nicht wie ein Fehler angefühlt, im Spiel auch gar nicht, muss ich ehrlich sagen, und dann wie es mir nachher angeschaut, ja, es ist eine extrem unglückliche Situation, das ist ganz klar, und es wird immer Leute geben, die das als Fehler beurteilen, das mag schon sein. Ich für mich selber habe das jetzt nicht als Fehler gesehen, sondern einfach, wenn ich am Boden liegen bleibe und mein Gesicht halt, dann pfeift der Schiedsrichter sofort ab, bevor der Ball überhaupt ins Tor geht. Also das ist, da gibt es verschiedene Aktionen, die man da die anders hätte lösen können, aber so bin ich halt nicht. Ich bin halt aufgestanden, habe kurz mal verloren, wo der Ball ist. Schaut natürlich auch nicht gut aus, aber im Endeffekt, klar, es passiert nicht. Es gibt immer Aktionen im Spiel, wo man vielleicht nicht gut ausschaut.
Aber das, mich beeinflusst das nicht. Auch wenn ich jetzt ein komplettes Eiertor gekriegt hätte, hätte mich das auch nicht beeinflusst fürs nächste Spiel. Also das gehört im Fußball dazu und ohne Fehler gibt es keine Tore im Fußball. Und wir sind die größten Watford-Fans, glaube ich. Das kann man auf alle Fälle festhalten. Ewigkeiten. Genau, seit ewig. Also Ewigkeiten wir schon. Können uns gar nicht an eine andere Mannschaft erinnern in England. Oder in der Premier League Nummer 1 für mich gewesen. Nein, für mich auch. Ich sage immer Watford. In United spielen auch welche oder wie? Oder die spielen in Newcastle. Oder spielen Liverpool die, spielen United. Nein, für mich. Egal, also United das gibt's ja. Das berühmte Lied. Danke. Da gibt es ja das berühmte Lied. Watford, mein Verein. Also wir freuen uns auf alle Fälle, dich in der Premier League zu sehen. Drücken dir ganz fest die Daumen, dass es eine Top-Saison wird. Und wir sind vollkommen davon überzeugt, dass es eine Top-Saison wird, weil du ein Top-Tormann bist. Und wünschen dir alles Gute für die Premier League-Saison. Daniel, danke. Servus, Daniel. Danke. Ciao. Ruf mich an. Und wenn ihr noch mehr über Daniel Bachmann erfahren wollt, dann einfach auf YouTube reinklicken. Das gesamte Gespräch mit Daniel Bachmann gibt es natürlich dort und natürlich das Ganze auch als Podcast verpackt. Wir merken uns, wenn Elton John zufällig vor euch steht und ihr habt einen Tapeverband am Fuß, dann größere Socken anziehen, damit das nicht ganz so eine peinliche Situation ist. Kann jederzeit passieren. Kann jederzeit passieren. Wir haben übrigens auch mit Daniel Bachmann über das Thema Messi gesprochen, ob das Thema ist in der Garderobe. Er hat gemeint, der in der Premier League ist eigentlich nur die Premier League Thema und das war eigentlich nur ganz kurz. Was machen wir jetzt mit Messi? Es ist ja, ist es so. Ist er, ist er nicht. Oder wieso soll ich für unter 52 Millionen im Jahr spielen? Oder einfach, ja. Ja. Na, ja. Dann ist auch noch das Foto gekommen, weil du es schon angesprochen hast. Beef, du bist der Barcelona-Fan, ja, jetzt komm, hilf uns da weiter. Nein, ich muss sagen, es ist natürlich sehr, sehr traurig, dass Messi hat viel erreicht mit Barca, hat Barca zu dem gemacht, was sie jetzt sind. Aber in Wirklichkeit, ich hätte ihn voriges Jahr einfach schon verkauft, wenn ich ehrlich bin. Ich hätte noch 100 Mille mitgenommen für einen Messi 180. Und hätte ihn voriges Jahr verkauft und hätte den Umbruch gestartet endgültig, weil Barcelona braucht den Umbruch. Mit Messi geht's nicht, wie man jetzt gesehen hat. Das ist einfach dieser Fehler von den Finanzen her. Das ist ja nicht jetzt passiert im letzten Monat oder im letzten Jahr. Das wäre ein teures Monat. Das wäre ein hartes Monat. Das wäre ein schlechtes Monat gewesen. Nein, das ist schon vor Jahren passiert. Da haben sie schon die Fehler gemacht mit diesem Monstervertrag, wo er 555 Millionen kriegt auf 5 Jahre. Ich meine, das kann sich kein Verein leisten. Vor allem nicht in ein Land, wo sie Salary Cap einführen. Ja. Ich kenne das eh von der Außen auch mit dem Geld und so. Das ist immer ein Problem. Ja, ist immer ein Problem. Problem. Ja, aber du spekulierst, glaube ich, schon, dass Lucas Uhr jetzt Messi holt. Ja, ja. Mit also, der Insignia Group. Das, also, wir warten einfach, ist das drin? Wir warten eigentlich, ja, natürlich. Wir warten einfach auf die entsprechende Instagram-Story. Also es ist relativ schwierig für Barcelona, weil Messi sagt, okay, er hätte sogar diesen Cut von 50% Gehalt genommen. Das ist Arbeitsrecht in der La Liga, dass du da einfach nicht weiter runtergehen kannst von dem Vertrag, weil sonst hast du da halt vielleicht Geldwäsche oder Sonstiges, das da reinspielt in diese Geschichte. Problem ist halt, wenn man einen 2017 einen Vertrag aufsetzt, wo 555 Millionen drinnen stehen, dann sind 50% dann auch noch sehr, sehr viel. Und Barcelona hat viel probiert, hat auch versucht, einen 2-Jahres-Vertrag über 5 Jahre lang zu spielen. Das geht natürlich mit dem Financial Fairplay auch nicht, weil dann brauche ich kein Financial Fairplay. Wobei, das ist sowieso ein anderes Thema in dieser ganzen Geschichte. Dann wurde der Salary Cap dann auch noch für Barcelona gekürzt von 382 Millionen Jahresgehälter auf 347 Millionen. Ja, und der Millionen. War davor auf 600 Millionen. Und aufgrund genau. von Corona haben sie ihn ja schon runtergesetzt auf 380. Ist halt problematisch mit diesem Monstervertrag dann. Und um das an einem Fallbeispiel festzumachen, wie das aktuell ausschaut, sollte Barcelona einen Spieler verpflichten, der 25 Millionen Euro kostet, müssen sie dafür 100 Millionen einsparen. Versteht kein Mensch. Versteht kein Mensch. Wenn du 1 Euro ausgeben willst, nein, musst du 4 Euro einsparen. Ja, das ist schon klar, aber... Also du musst 5 Euro haben. Naja, es hätte Menschen gegeben, die das verstehen und die haben es einfach ignoriert. Und jetzt haben sie das Problem. Und jetzt müssen sie, und das muss man sagen, das ist für einen Spieler, der gerade frisch hingewechselt hat, vermutlich nicht das Schlechteste. Stimmt. Sie müssen neu aufbauen und das geht mit jungen Leuten. Und da kann halt einer, der bei Rapid zwar keine Chance gehabt hat, aber für Barcelona gut genug ist, kann heute jetzt durchstarten. Oh, wer glaubst du, ist denn das? Ne, oh, da ist er schon. Hat er vielleicht schon den C, ne? Man weiß es nicht. Der wäre jetzt frei. Yep. Ja. Tja. Also, er würde ihm stehen auf jeden Fall. Ja. Er hat sicherlich sehr gut gespielt, wird auch Einsätze bekommen, bin ich 100% davon überzeugt. Bin ich sicher. Ja. Und er ist auch schon auf dem Foto drauf. Schaut mal, da bei der Verabschiedung von Messi, da
Lionel Messi mit all seinen Pokalen und mit all seinen Freunden. Und da, oh, wer ist denn da? Hallo. De Jong ist da. Ist der vorher aus dem Basketballtraining gekommen? Das der ist, das musst du, du musst dir das geben. Da sind mehr Pokale auf dem Foto übrigens drauf als Menschen, möchte ich sagen. Du bist bei der wahrscheinlich wichtigsten, beim wichtigsten Pressekonferenz im modernen Fußball, wenn man das so haben will, dabei. Und dann entscheidest du dich, dass du in einem Fake Chicago Bulls Trikots hättest und aber es war Sneaker dorthin gehst. Aber das ziehe ich nicht einmal auf dem Kiertag an. Das kaufe ich nicht einmal am Kiertag. Nein, er hat es am Kiertag vielleicht auch das Entenfischen oder so. Wie komme ich denn auf das? Hat das vielleicht erwischt. Nein, ich sag da was. Muss man. Die jungen Buben. Aber es ist natürlich eine Chance für Barcelona, da auch etwas zu verändern. Vielleicht ist auch Barcelona gar nicht unglücklich. Weiß nicht. Hat vielleicht Messi auch ein wenig blockiert? Ist jetzt also eine gewagte These? Aktuell sind sehr unglücklich, glaube ich. Also ich glaube, dass man, ich glaube schon, dass zumindest ein bisschen was von dem, was Johannes gerade gesagt hat, irgendwo da dran ist. Also ich glaube, aktuell ist man unglücklich. Natürlich, man verliert den wahrscheinlich besten Spieler in der Geschichte. Trotzdem ist er 35, 36 bald oder irgendwie so in der Nähe. Nimmer der Jüngste und der 5-Jahres-Vertrag. Nein, ein 2-Jahres-Vertrag wäre es gewesen, den sie auf 5 Jahre ausdehnen wollten. Aber du kannst hier keinen neuen blöder Name, aber Superstar heranzüchten. Der Schatten wenn Messi von Messi ist zu groß, dass ein anderer daraus wenn es einen Neymar nicht schafft, der ein Jahrhunderttalent ist, ich glaube, das hat zu einer gewissen Ding ich schon glaube, blockiert. Glaubt ihr, dass der Messi dann, nachdem er sein Abenteuer beendet hat, wenn er dann vielleicht noch so als Edeljoker zu Barcelona zurückkommen könnte? Warum nicht? Ja? Das wäre doch ideal, ne? Ich frage mich jetzt eher, was macht Agüero? Also er ist mal verletzt. Ich habe gehört, er ist verletzt plötzlich. Die aktuellste Meldung. Der hat wahrscheinlich eine Zerrung. Der fällt 10 Wochen aus oder so. 10 Wochen fällt er aus. Eine Leistungszerrung. Ja, aber wir haben genau hingehört, auch bei der Pressekonferenz von Lionel Messi. Genau. Herzlich willkommen in diesem wunderbaren Konferenzzimmer, in dem ich über die Jahre so viele schöne PowerPoint-Präsentationen gehalten habe. Und jetzt ist es. Jetzt ist es soweit, ich muss gehen, ich werde Barcelona verlassen. Es wurde Youssouf Demir geholt und es ist ein Spieler, mit dem ich nicht mitholen kann. Deswegen bin ich weg, ich gehe. Ich brauche einen Verein, der mitzahlen kann. Und ich war mit Mattersburg in Kontakt, aber offensichtlich gibt es Mattersburg nicht mehr. Ich glaube, jetzt wird es Klagenfurt werden. Also, na bitte, wir freuen uns auf alle Fälle auf Lionel Messi. Mm. Die Frage ist jetzt, was macht er natürlich? Ja, PSG scheint so gut wie fix zu sein. Und da stellt auf Twitter der Knutzter berechtigt die Frage, Messi und Ramos zusammen bei PSG, wie lange kann das gut gehen? Ramos tritt auch Messi gleich im ersten Spiel kaputt, so rein aus Reflex. Das könnte passieren. Man muss sagen, wahrscheinlich sind Messi und Ramos, wenn sie zusammen in einem Team sind, weiter auseinander, wie wenn sie gegeneinander spielen würden. Ja, sicher. Vielleicht geht es besser für Messi. Der Messi geht so auf Abstand, kann man sagen. Einfach weg von Ramos. Das war seine Idee an der ganzen Sache. Bleib vorn. Brauchst du mir nicht sagen. Für PSG ist ein super Argument. Ne? Das sagen können, er spielt mit uns, der Ramos spielt mit dir. Der Ramos. Und eine andere Frage dann auch noch, was passiert jetzt? Der sollte Messi jetzt wirklich zu PSG gehen und auch den Zehner nehmen. Was passiert dann? Okay, dann nimmt Neymar den Elfer von Di Maria den Siebener von Mbappé, den Neuner von Icardi und Icardi kriegt Antonellas Telefonnummer. Da steigt Icardi also am besten aus. Ja. Oh. Beef. Beef. Was ist mit dir? Man darf ein bisschen ehrlich sein, einmal. Na, freilich. Aber was geht über anständige Nummer 9 am Rücken? Ich spiele sowieso mit der 22. Du spielst mit der 22? Wie spielst du überhaupt? Ja, ich spiele. Und ein anderes Thema noch, bevor wir zum Ende kommen. Was macht Christopher Knett? Wir hätten eine Nummer frei. Hier bitte. Sein Engagement in Griechenland scheint dem Ende zuzugehen. Lieber Knetti, falls du magst, das ist jetzt ein offizielles Angebot hier. Der Beef würde seinen Platz sehr gerne freiräumen. Du bist der einzige Tormann, Beef. Du bist der einzige Goalie und es tut mir leid, das wäre ein eindeutiges Upgrade. Das wird dann Knetti niemals machen, der will unbedingt mit mir in der Sendung sitzen, das weiß ich ganz genau. macht Auge. Also, schauen wir mal, vielleicht trudelt ja eine Bewerbung von Christopher Knett zu uns rein. Natürlich, der Lebenslauf muss schon. Also, wir nehmen nicht jeden. Nicht wahr, Funke? Nein, ich nehme nicht die. Also, da habe ich bis jetzt anderes gesehen. Aber Jungs, das war's auch schon wieder für heute. Danke, dass ihr dabei wart. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Wir haben für heute abgestaubt. Ciao. Alle geäußerten Meinungen, Ansichten und Darstellungen von den Abstaubern sind ihre persönlichen. Geben nicht die Meinung der Sky Österreich Fernsehen GmbH
ihrer Redaktion oder von deren Mitarbeitern wieder und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder inhaltliche Richtigkeit. Na, das passt schon. War gut. Gut, ja. Wunderbar. Sehr gut. Wo ist denn eigentlich der Coach? Den habe ich schon wieder nicht gesehen heute. Der ist schon wieder nicht da, das wundert mich. Wo ist denn der? Ja, hallo, da ist der Andi. Ein Coach habe ich mir geschwind ausgeglichen, weil er muss mich vorbereiten auf Doc und Tore. Weil das Studio, das kenne ich als Experte eh schon sehr gut. Aber als Bundesliga-Trainer bin ich noch nie da drin gesessen und jetzt muss ich dem Coach da ein paar Fragen stellen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das und schaut euch jetzt Doc und Tore an. Danke, ciao!